Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Er hat wieder den Schlüssel in der Hand. Ja, und ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde in dieser Runde wahrscheinlich nicht die Luke finden. Okay, wir spielen gegen den Billy. Und wie es häufig der Fall ist, kommt er am Anfang erstmal direkt zu mir. Okay, ist das Ruin-Totem denn dort hinten oder wie? Billy, was machst du hier hinten? Was willst du hier? Er ist scheinbar weg. Okay, er hat dort noch mal geschaut, explizit. Lass uns mal gucken. Ja. Totem gefunden. Okay, Leute, ich habe Observierung mit, ich habe Flink dabei. Wir schaffen das. Und eiserner Wille. Oh, er war gerade ein bisschen näher an mich rangekommen. Da habe ich ein bisschen Sorge gehabt. Jetzt wieder. Hey, ne? Das hat ihm nicht so gefallen, glaube ich, dass ich seinen Totem weggenommen habe. Jetzt geht er auf mich. Oder auch nicht. Okay, nice. Er lässt mich entkommen. Danke, Billy. Dann gehen wir jetzt mal an den ersten Gen, würde ich sagen. Da ist einer. Und ich werde aber nicht allzu weit wegrennen. Vielleicht können wir ja da hinten dann gleich nochmal helfen gehen oder so. Und wir schauen mal einfach, was diese Runde passiert. Wie gesagt, der Schlüssel ist wieder mit dabei. Und ich mag diese Map. Ich finde diese Map hier ist so vom Design, finde ich die richtig toll. Ich weiß auch nicht, das Lichtsetting gefällt mir, das mit dem Regen ist cool gemacht. Also ich mag diese Map. Ich würde mich richtig freuen, wenn davon nochmal irgendwie eine Variation reinkommt. Ich habe immer das Gefühl, ich spiele schlecht auf der Map, egal ob Killer oder Survivor. Aber ich mag sie einfach. Ich weiß nicht, sie gefällt mir einfach von der Art her. Richtig cool. Also als sie damals rauskam, war ich auch so richtig, wow, nice. Okay, egal. Erster Gen ist durch. Und Billy scheint immer noch dem Myers- und Tombstone-Typen hinterher zu jagen. Mal schauen, ob wir das ein bisschen ausnutzen können. Wo sind sie? Ich habe sie nicht gesehen. Observierung ist nicht mehr aktiviert. Hier auch nicht. Okay. Sie müssten ja eigentlich dort irgendwo beim Haus sein, dachte ich, aber scheinbar nicht. Okay. Ich weiß nicht, ich krieg irgendwie meine Observierung überhaupt nicht durch, ne? Jetzt klaut die mir noch hier die Punkte. So, und da hinten liegt jemand. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Dramos ist das. Dramos? Keine Ahnung. Weil ich habe mir gemerkt, dass I Want Virgin Girl eine Magarino ist. Freigewickelt. Wiggle, wiggle. Ja, ich höre schon auf. So, hier ist auch noch ein Totem. Da hinten war noch ein Totem. Ist aber eigentlich egal, weil wir gehen mal einfach bei Billy davon aus, dass er es nicht nötig haben wird. Ich weiß, es wird auch Billys geben, die haben es nötig. Aber in der Regel, sagen wir mal, haben die wenigsten Billys tatsächlich Nöte dabei. Da liegt er wieder. So, bleibe ich jetzt hier dran oder nicht? Ich würde nämlich schon davon ausgehen, dass er Barbecue aber dafür dabei hat. Weiß ich natürlich aber auch nicht. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kein Plan, Mann. Zieh die Kettensäge hoch. Ich höre nichts. Ich mach mal weiter, weil die Klödia müsste da noch eigentlich in der Nähe irgendwo sein. Es sei denn natürlich, kann natürlich auch sein, dass er sie gesehen hat und sie jetzt. Nee, da wurde abgehangen. Oh, Camperino. Oha, hart abgefarmt. Das gibt gute Minuspunkte. Ja, Klödia war's. Zieh es jetzt durch mit dem Gen oder was? Oder renne ich hin? Ich zieh es mal noch durch. Weil bis ich da bin, kann sonst was schon passiert sein. Ich meine, wir schaffen das dabei, ne? Das ist natürlich. Aber ich würde den Generator hier gerne fertig machen. Sorry, ich komme aber gleich. Keine Sorge. Ich glaube, die andere Mac, die macht gerade auch noch einen Gen und dann wären wir fertig. Und ihr wisst, was das heißt. Ich finde die Lupe wahrscheinlich wieder mal nicht. So, Clödia hat sich hochgeheilt. Hat sich aber, wie gesagt, die Minuspunkte klar gemacht. Vor allem, wenn ich jetzt die Luke finde, es ist schon wieder so. Normalerweise brauche ich die dann auch überhaupt nicht mehr nutzen, ne? Sie wird bekämpft, scheinbar. Auf jeden Fall gerade noch geschrien. Wenn ich jetzt die Luke finde, in der Theorie brauche ich eigentlich den Schlüssel halt nicht nutzen. Oh, wurde nochmal gerettet. Wird sie nochmal abgefarmt? Scheinbar nicht. Okay. Guck mal, zum Beispiel das hier ist so irgendwie cool, so mit den Steinen. Wieso? Und dann ist da so ein Schrein in diesem Stein so drin. Oh, der andere wurde jetzt erwischt.
Oha. Und ich mache hier Gen Rush. Oh. Das ist jetzt ärgerlich. Gut, vielleicht soll ich meinen Arsch bewegen. Diejenige ist down. Oh Gott. Das schaffe ich doch niemals dahin. Wurde schon... Ah, alles klar. Wieso bin ich überhaupt weg? Okay, das bedeutet, die anderen sind aber nicht am Generator. Und das wiederum bedeutet, ich sollte jetzt hier schnell den Gen fertig machen. Er kommt nicht zu uns. Scheinbar. Okay. Komm, den kriegen wir jetzt fertig. Ja, nutze ich jetzt den Schlüssel oder nicht? Ey, ich sollte den Schlüssel immer mitnehmen. Weil... Oh, oh. Oh, shit. Zu spät losgelaufen. Oh, feels bad, man. Und jetzt werde ich wahrscheinlich hart gecampt, oder? Werde ich auch gecampt? Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde der andere auch nur gecampt, weil er ihn so lange hingehalten hat. Wer weiß das schon. Wir kommen auf jeden Fall an den Haken. Hat er Barbecue? Mal gucken. Er guckt sich nicht so wirklich um. Er tritt... Ne, er tritt nicht dagegen. Er ist wirklich weggegangen. Okay. Hat der andere ihn geloopt oder was? Kannst du mich hochheilen? Wir schaffen das ja. Nice. Deswegen hat er den anderen wahrscheinlich so abgefahren. Danke. Da ist er. Hat er die andere gesehen? Ich hoff's mal. Observierung lädt sich nicht mehr auf, also ist er weit genug weg. Und wenn wir jetzt einen Skillcheck bekommen, nice, dann kriegen wir zack. Das Ding ist fertig. Beide Ausgänge sehr nah beieinander. Soll ich die Chance nutzen und mal gucken, ob wir die Luke finden? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Da vorne ist er. Was machst du denn? Ach, du jagst jemanden. Du jagst jemanden hinterher, verstehe. Dann mache ich lieber mal ein Ausgangstor auf. Falls sie es schafft, dass sie dann Bescheid weiß. Okay, er hat kein Nöd. So viel wissen wir bereits. Und hier hinter war doch das andere Tor, ne? Ja. Kommen die hierher? Nö. Gut, dann machen wir auf. Hier ist sogar noch mal eine Palette. Könnten noch mal juken. Oh, er hat sie erwischt. Wo? Wo? Oh, im Ausgang oder was? Nee. Ach, die andere. Oh shit, wenn er jetzt hierher kommt. Kommt er aber nicht. Okay. Ich gehe mal ein bisschen näher. Oh, sie hat einen Strike. Warte, wenn sie einen Strike hat, kann ich noch mal tanken. Ah, nice. Dann raus mit dir, Mac. Raus mit dir. Er wollte sie dribbeln. Oh yeah, nice. Puh, da sind wir auch raus. Da kommt er echt nochmal zu uns, ey. Der kleine Sausack, ne? Naja, gut. Wir sind entkommen, Leute. Was will man mehr? Puh, und die anderen sind auch beide entkommen. Alles klar. Ja, schon wieder habe ich den Schlüssel einfach nicht benutzen können. Oh Mann, Leute, ey. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist irgendwie wie verflucht. Yes, decisive. Das ist halt, ne, wenn du den decisive noch hast am Ende, den Strike, das ist, ist schon ziemlich stark. Sagen wir es mal so. Okay, ja, wir haben gepunktet. Nicht ganz so gut, tatsächlich. Aber, Leute, das Wichtigste, wir haben unseren Pip bekommen. Schillernd, Gold, Bronze, Bronze. Ich meine, wir waren wirklich quasi nur, am Generatoren machen. Wir haben auch noch seinen Ruin zerstört. Er hatte noch beständig Tüftler und Barbecue dabei. Gut, dann bin ich raus, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Was haben die? Es wird im Juni okay. Ich hoffe nicht, weil ich bin Survivor Main. Naja, das Problem ist halt, wenn vier Leute den Strike dabei haben. Ja genau, wenn vier... Man muss irgendwie eine Regelung finden, dass
wenn man nicht die Obsession ist, dass es vielleicht noch ein bisschen... Also aktuell muss man halt auf 35% wiggeln. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen ändern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was sagt ihr zum Decisive Strike, zum Entscheidungsschlag von Laurie? Das würde mich mal interessieren. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt bin ich natürlich im Urlaub. Ich werde die Kommentare nach dem Urlaub natürlich alle mir spätestens durchlesen. Aber ich bin bestimmt auch mal am Handy zwischendurch. Also dran arbeiten sollten sie schon irgendwie in irgendeiner Form. Es ist halt echt nervig, ne? Ich sag mal, wenn jeder Survivor den Strike dabei hat und jeder Survivor hat Hart im Nehmen dabei, das sind alles Sekunden, die dir als Killer fehlen. Und ja, ich weiß auch nicht. Ist schwierig. Irgendwie muss man da was hinkriegen. Naja gut, Leute, GG, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.